Hey, wir sind wieder da bei Pokémon. Auf dem Weg zurück zum Pyroberg. Und ich habe nachgeguckt, auf dieser Route gibt es so gut wie gar nichts für uns. Allerdings hier haben wir noch kein wildes Pokémon gefunden. Die 123 lassen wir erstmal weg. Das Einzige, was wir da tun könnten, wäre wirklich zu angeln. Wenn mir gerade einfällt, rein der Fairness halber, müsste ich eigentlich dieses Carpador jetzt angeln. Ah, come on. Ich hab's geangelt hier auf der Route, also werde ich's jetzt auch fangen. Komm jetzt schnell hier, mach hin. War doch hier oben lang, oder? Ich glaube ja. Und das ist keine gute Idee, glaube ich, dass ich Mantia an der Spitze habe. Wobei doch, das geht schon. Das dürfte funktionieren. Gut, wir angeln uns jetzt eben schnell ein Carpadoris. Mal eben schnell ein Carpadoris. Ein weibliches Carpadoris. Ne, ein männliches. Ein männliches Carpadoris. Ein männliches Carpadoris. Wir angeln uns also ein männliches Carpadoris. Wir werden hier erst weggehen, sobald wir es haben. Komm schon. Ein männliches Carpadoris. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Warum musste ich hier auch in der letzten Folge angeln? Alter, das ging jetzt schnell weg. Komm schon. Na gut, wechseln wir eben den Platz. Item! Na, wäre ja zu schön gewesen. Komm schon, jetzt angel ein Carpadoris. Männlich, wenn ich bitten darf. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich habe keinen Schutz aktiv und selbst wenn, angeln funktioniert immer. Rix? Wieso bewegst du dich? Ah, okay. Mein Gott, wieso bewegt er sich hier? Dieser Junge. Warum bewegst du dich nicht, Junge? Komm schon. Männliches Carpadoris. Carpadoris. Männlich. Okay. Männliches Carpadoris. Ein Zerschneider noch und dann geht's direkt los. Mein Gott, da habe ich aber Schwein. Pokéball, danke. Wonderful. Carpador, das Fisch-Pokémon. Carpador ist ein armseliges Pokémon, das nur platschen kann. Sein merkwürdiges Verhalten hat so manchen Wissenschaftler zum Forschen angeregt. Warte, wieso? Wenn es sich komisch verhält, warum sollte man es erforschen? Na egal. Möchtest du es einem Spitznamen geben? Yes. Da man ja weiß, was passiert, beziehungsweise zu was es sich weiterentwickelt. Einfach nur Drake. So. Jetzt, wo wir das hier auch erledigt haben, müssen wir jetzt ein weibliches Nichtwasser-Pokémon als nächstes fangen. Das ist doch wohl im Bereich des Möglichen. Komm jetzt hier rüber. Wir haben doch keine Zeit. Juh. Mein Gott, das war schon gut ein Viertel der Folge, der jetzt draufgegangen ist. Oh mein Gott, Carpadoris, please. So, ich war noch eben schnell in der Stadt und habe neue Superschutz gekauft. Extra für dafür. Also jetzt nicht extra dafür, aber für den Fall, dass wir durch Gebüsche laufen müssen, die wir nicht haben wollen. So, jetzt auf zum Pyroberg.
und jump up! Yeah! So, Pyroberg. Bist du hier, um dem verstorbenen Pokémon deinen Respekt zu zollen? Du musst immer sehr fürsorglich zu deinem Pokémon sein. Ich finde sowas immer wieder traurig. Hier ruht mein Zigzags. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Es könnte von mir aus Gräber von Menschen sein. Ist mir scheißegal. Da habe ich ein Herz. Kalt wie Stein, aber bei Pokémon wird es weich. Auf den Pfaden des Pyrobergs kreucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dieses für dich. Es wird dir helfen. Oh, Schutzband. Cool. Das heißt, Begegnungen mit wilden Pokémon werden reduziert. Mhm, okay. Ich weiß nicht, wo Team Magma ist. Ich glaube nicht im Turm selbst. Aber ich glaube, wenn wir den Turm selbst abschließen, bekommen wir ein Item. Die Erinnerung an meinen lieben Eneko. Ich konnte weinen. Tu es ruhig. Es war ein Eneko. Es war zwar ein schwaches Pokémon, aber nichtsdestotrotz war es ein Pokémon. Hey, suchst du nach Pokémon? Du bist mir hinterhergeschlichen, Fiesling! Bin ich nicht. Ich bin hier, um die armen, toten Pokémon zu beweinen. Stolrak! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Laubklinge? Normale Wirkung for the win? Niedrige Spezialverteidigung für einen for the win. Und Pokémania. Auweia! Warte mal, Oweiowei. Okay, tut mir leid, entschuldige bitte. Yeah, you better run. Au, der Bogen hat an einigen Stellen Löcher. Ich habe das nicht gesehen, ich bin jetzt in unsere Stockwerk gefallen. Au, schau. Man lässt dich ja einfach liegen. Super. Das ist wahre Nächstenliebe. Und ihr wärt wesentlich bedrohlicher, wenn ihr auf mich zulaufen würdet, wenn ich an euch vorbeilatsche. Naja. Wir machen hier eine Mutprobe. wenn ich zeige, wie cool ich bin, wird sie sich sicher in mich verlieben. Ich werde dich vernichten schlagen, dann bin ich echt cool. Du bist ein Idiot. Du bist ein absoluter Vollidiot und ich werde dir jetzt beweisen, was für ein Vollidiot du bist. Aha, okay. Okay. Machen wir zuerst das Inekoro weg. Nicht das Inekoro, das Voltenso. Oh, so tief, ey. Oh, Gardevoir hat ja schon Charmbolz kopiert. Ein Gardevoir mit Charmbolz. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Nein, nein, nein. Mach es weg. Komm, yes. Mach es bitte weg. Yes. Gut. Ah, manche hat Level Up. Wunderbar. Oh, das Boost auf Spezialangriff. Mewuschta. Ups. Tja, jetzt bist du nicht mehr so cool, oder? Aber das war nicht dein einziger Fehler. Ich erspare mir genauer darauf einzugehen. Hier gibt es Geist-Pokémon, allerdings haben Psycho-Attacken eine Normalwirkung auf Geist, von daher werden wir hier schon irgendwie zurechtkommen. Hier sind verdächtig wenig Trainer und schon läuft uns das erste Vieh vor die Füße. Ein Zwirgelischt, hey. Er sagt eigentlich, dass wir gegen dich kämpfen müssen. Richtig, nichts sagt das. Ein schwebendes Gardevoir ist natürlich auch was Schönes. Yoko ist so leicht, dass sie schwebt. Hast du mich erschreckt? Was fällt dir eigentlich einfach rumzudrehen? Dies ist kein Platz für einen kleinen Hosenscheißer wie dich. Excuse me? Nein, Psycho. Heißt für uns aber auch, dass Kadabra uns nicht effektiv treffen kann. Wir haben allerdings mittlerweile jetzt eine Attacke, die Normalwirkung hat. Allerdings glaube ich nicht, dass eine davon reicht. Da werde ich zwei benutzen müssen. Oh, gerade so. Ich wollte ein Gedankengut raushauen. Hätte ich es lieber gemacht. Naja, egal. Blibli.
Bei Kalabra. Oh, ich habe mir die Hose gemacht. Nicht wirklich, oder? Oh, nein, ich werde nicht nachgucken. Wenn ich das Item nehme, wirst du mir wahrscheinlich auf die Pelle rücken, oder? Heiz Wehrlicht. Bitte hau ab, Wehrlicht. Vielleicht benutze ich nochmal einen Superschutz. Ja, ich wusste es. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du. Du willst gewinnen, träum weiter. Ich träume viel, wenn die Nacht lang ist. Ist sie leider noch nie genug. Ein Trussler. Ich glaube, gegen einen Trussler kann ich ein Gedankengut raushauen. Denn ich habe so eine Ahnung, was die nächsten, was das nächste Pokémon sein wird, und da will ich lieber auf Nummer sicher gehen. Und Spezialverteidigung steigt und es setzt auch Gedankengut ein. Nun gut, mein Boost ist aber stärker als deiner. Also benutze ich noch einen. Begrenzer. Okay, aber nur Attacken, die du auch kennst, von daher. Du hast mich wahrscheinlich höchstens mit einer Psychokinese beklaut. Von daher. Ich wollte dich so oder so jetzt angreifen. Hat dir also nichts gebracht. Na okay, ich hatte jetzt mit einem Kadaver gerechnet. Aber ein Kirlia, ja gut. Okay, jetzt sagen wir mal so, ich habe eher mit einem Kadaver als mit einem Kirlia gerechnet, aber es ergibt schon einen Sinn, dass es ein Kirlia ist. Und dieses Kirlia könnte sich eigentlich schon weiterentwickelt haben. Oh, wirklich? Ich vertiefe mich in Selbstmitleid. Ich vertiefe mich in Selbstmitleid, ja, ergibt Sinn. Ah, Superschutz, wo ich gerade von Schutz geredet habe. Und ich weiß, es gibt hier versteckte Items, aber die will ich jetzt nicht suchen. Heute fühle ich mich nicht so danach und... Was für Level hast du? Ja, kopiere die Schwebe, ich weiß. Mach es weg. Obwohl, ich glaube, das könnte es sogar überleben. Nein. 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 Es ist nur ein Zwielicht und kein Zwicklob. Ah, oh, schöner Boost auf Init und Spezialangriff. Nom, 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 nom. Einfach... Ah, mein Ohr. Was ist mit meinem Ohr nur los? Einfach wunderbar. Wir könnten noch Zeit hier trainieren, glaube ich. Durchaus, das wäre möglich. Pyroberg. Ah, wir müssen gleich in... Ah, nein, wir müssen ja noch Etagen tiefer fallen, um die ganzen Items aufzusammeln. Zwielicht, ich habe jetzt keine Lust auf dich, tut mir leid. Mich wundert aber gleichzeitig, dass ich flüchten konnte. Komm, dreh dich um. Mein Lehrer, bitte achtet auf meine Fortschritte. Welcher Lehrer? Wir sind hier ganz allein auf dieser Etage. Zumindest habe ich keinen anderen gesehen. Was hast denn du Schönes, Maguida? Garantiert mit Speckschicht. Na, weißt du was? Versuchen wir unsere neue Attacke doch mal direkt. Wobei, haben wir die nicht schon mal benutzt? Ich glaube schon. Bye, Maguida. Hi, Mashok. Erdbeben? Bitte sehr. Müsste... Gott. Mein Gott. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass man mir mein Feuer-Pokémon wegnimmt. Ariyama. Ups. Oh, was? Bitte, bitte Janine. Na, okay. Yoko kannst du auch gerne raus und Speckschicht. Oh Gott, ein Gardevoir mit Speck, mit einer Speckschicht. Und das bist eigentlich... Jawohl. Okay. Und Zeit erreicht sogar Level. Das hat sogar gereicht für ein Level Up. Okay. Schöner KP-Boost und der Rest... Ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Mein Lehrer, bitte verzeiht mir.
Ah, okay, mein Lee, ja, okay, wenn man es wirklich übersetzt, einfach Sensei, ja gut, okay, das ergibt jetzt Sinn. Jetzt verstehe ich, was du für eine Gesinnung hast, jetzt verstehe ich. So, Janine, ab nach vorne mit dir. Wir müssen dich trainieren. Dieser weiße Grabstein, mit dem war, glaube ich, irgendwas, oder? Ich glaube schon. Hi. Ich mag gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Creepy. Ein Schuppe. Feuer oder dürfte eigentlich reichen. Also zwei müssten eigentlich reichen. Oh, sogar einer reicht. Wow. Das war kein Crit. Kadabra. Mal gucken, was der Feuer oder macht. Ich glaube nicht allzu viel. Aber vielleicht kriege ich ja... Na, diesmal kriege ich keine Paralyse. Schade. Schade. Ich hasse Niederlagen. Tja. Das tut mir echt leid für dich. Außer Zwielicht wird uns hier nichts entgegenlaufen, habe ich so langsam das Gefühl. Und ich glaube, dieses Gefühl bewahrheitet sich. Wir müssten doch jetzt bald oben sein. Wenn das nicht sogar schon... Nee, das hier ist noch immer noch nicht die letzte Etage. Komm, dreh dich um. Wenn ich hier bin, dann erströmt mich eine seltsame Macht. Doch wohl nicht etwa der Saft? Und möge der Saft dir niemals ausgehen. Zum Iris. Das Vieh, was in dieser, der nächsten und der übernächsten Gen keine Schwäche hat und in der sechsten Gen dann... Ja. Rest in Peace, Sobirus. Ich habe keine Ahnung, wie gut Mega Sobirus ist. Ich habe es noch nie komplett... Ich habe seit Beginn von Horas kein Competitive mehr gespielt. Von daher habe ich von den neuen Mega-Pokémon keine wirkliche Ahnung, wie stark sie sind oder wie schwach. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so begeistert von Mega Sobirus. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Der Scanner kommt natürlich durch, weil Paralyse, scheiß drauf. Okay, dann eben so. Die Macht ebbt ab. Okay. Sind wir jetzt nicht bald mal endlich oben? Okay, es reicht, ich benutze jetzt Superschutz. Uns läuft hier eh nichts anderes auf dem, über dem Pfade. Jetzt reicht's mir. Superschutz, komm her. So, die Folge ist auch bald vorbei. Oh, wir sind ganz oben angekommen. Ah, okay, ich dachte, hier ist vielleicht noch irgendein anderer Raum. TM Dreisage, was ist denn die TM Dreisage? Spukball. Oh, mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich Navi diese Attacke beibringen. Navi. Jessica könnte sie lernen. Ich glaube, der Angriffswert, weil Geistattacken sind in der Gen ja noch physisch. Der Angriffswert von Jester ist, glaube ich, besser als von Yoko. Positiv, und nach seiner Entwicklung wird er das sowieso sein. Und wir hätten was Gutes für Stampfer. Ich glaube, das mache ich wirklich. Und Spukball macht, glaube ich, mehr Schaden als Stärke. Dann ersetze ich jetzt Stampfer durch Spukball. Mann, Jester wird unsere TM-Bitch. Aber keine VM-Bitch. Von daher ist es völlig legitim. Und Spukball ist einfach eine richtig geile Attacke. Wobei... ich warte noch. Ehrlich gesagt, ich warte noch. Ja. Dann wollen wir mal uns die anderen Items hier holen. Dann sind wir auch gleich schon wieder unten. Lachsrauch, okay. Und wenn wir unten sind, wird die Folge beendet und Team Magma wird dann halt wohl in der nächsten Folge erst aufs Korn genommen. Seerauch, Und damit müssten wir gleich unten sein. Nur noch diese Etage, schätze ich. Ne, eine noch. Genau, jetzt sind wir hier und ich glaube, hier war kein verstecktes Item.
Da wollte ich jetzt einmal eins nehmen und dann ist da nichts. So, und dann wollen wir jetzt hier rüber. Was allerdings hinter dieser Tür liegt, erfahren wir in der nächsten Folge. Yep, yep. Bis dahin. Baba.